Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir haben noch eine offene Rechnung. Mit diesem Gangmitglied. Und wir müssen irgendwie dringend in Pablos unterirdisches Versteck ein. Wir müssen durch das Restaurant. Wie wir nicht reinkommen. Ja. Man könnte hier irgendwie. Nee, hier komme ich. Ich komme ja gar nicht aufs Dach hoch. Das ist ja das Problem. Zentrale, wir haben einen anonymen Tipp zu einem möglichen Verdächtigen. Bitte melden. Warte, ich erstmal mit dem Bullen gucken, was da losgeht jetzt. Die kommen, greifen die dann an. Was war das? Er flüchtet vor den Bullen. Die Bullen rennen hinterher. Ja, die Bullen und... Geil, Aktion. Das hat aber nicht lange gedauert mit den Bullen. Ich glaube, ich sollte echt mal jetzt langsam anfangen, wirklich immer zu schießen. Shit, das wird sicher einen ganzen Haufen Teskas auf den Plan rufen. Die Hundekämpfe sind super laut. Schließt einfach alle aus, wenn's geht. Das müsste reichen. Der Trottel ist in unserem Revier. Cool bleiben. Na gut, da kümmern sich jetzt die Bullen drum. Da kümmern sich jetzt die Bullen drum. Hundekämpfe, wa? Hundekämpfe beim Chinesen. Was für ein Klischee. Pablo den Häuter. Ich möchte nicht wissen, was der häutet. Wir rächen auf jeden Fall unseren Freund. Der Pisser ist abgehauen. Ja? Ach so. Nicht wir. Schau dir den süßen Perro an. Vielleicht will er dir deine kleinen Huevos
abbeißen. Nein, Mensch. Ich habe alles gesagt. Hört auf, bitte. Hey, warte doch. ¿Qué haces? Kannst doch kein Messer mit hierher bringen, Mann. Nein, Mann. Ich bringe ihn zu Pablo. Nein, Pablo, nein. Nein, bitte nicht. Boah, ich hasse das, ey. Hundekämpfe. Ich krieg voll die Wut. Okay. Ach du Scheiße. Die Tescas heißen euch willkommen und ich garantiere euch heute ein paar blutige Hundekämpfe. Manche von euch haben gehört, dass eine Gruppe Nerds den Tescas Ärger gemacht hätte. Das will ich gut. Ignoriert diesen Scheiß einfach. Solange ich hier bin, sind die Tescas stark und werden es bleiben. Mal die wollen. Packen wir es an. Oh, zwei Pitbulls. Oh mein Gott. Oh Gott, ich kann das nicht, ey. Oh Gott. Also das haben sie definitiv schon anders gemacht, als wenn... Der Hund ist doch sicher kein Freund von denen, oder? Los, fass. Jawohl. Ja. Bring ihn um. Töte deinen Peiniger. Oh nein, nein. Komm nicht hierhin, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Nein, ich will nicht. Gibt's nicht eine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern? Scheiße. Es tut mir leid. Und tschüss. Und der nächste. Jawohl. Jawohl. Ja. Ja. Töte ihn. Töte ihn. Oh mein Gott. Das ist für Horatio, Bitch. Oh mein Gott. Sehr gut, Marcus. Verschwinde lieber von da, so schnell es geht, Marcus. Hallo?
Oh mein Gott. Den Hund, den ich freigelassen habe, der hat nicht nur zwei der Wachen getötet, sondern auch diesen Pablo. Oh mein Gott, was für eine Ironie, hä? Geschafft. Die Teskas legen sich nicht mehr mit uns an. Marcus, komm zurück in den Hackerspace. Kleine Trauer für Horatio. Was? Jetzt mal ganz ehrlich, was eine Scheißironie, oder? Dass dieser Typ von seinen eigenen Kampfhunden getötet wird. Ha. Ekelhafte Wichser, ey. Diese Tiere dazu bringen, ey. Wir haben sie alle, Mann. Ich war nicht schnell genug da, Bruder. Scheiße, Mann. Die Teskas hätten sich jeden von uns schnappen können. Mich, dich, Josh. Jeden von uns. Sie haben Horatio erwischt. Und er hat sich geweigert, uns zu verraten. Ich komme auch gleich nach, Mann. Hatten wir schon. Ray, mein Freund. Marcus. Leute, ihr habt hier in der Stadt ziemlich im Wirbel gemacht, Mann. Ich stehe nicht auf den schnolzigen Kram, aber... Ich weiß das zu schätzen. Ehrlich. Ah, ich hänge an der Küste ab. Komm vorbei, wenn ihr für euren größten Job bereit seid, Baby. Hacke die Welt. Die Wahl Ende des Monats wird mit großer Spannung erwartet. Trotz interessanter neuer Herausforderer deutet alles auf einen klaren Sieg für den Abgeordneten Mark Thruss. Online-Umfragen zufolge wird er seinen Sitz halten. Mit großem Vorsprung. Ich denke auch, dass wir bereit sind, oder? Ray am Strand treffen. Ray hat ein paar höchst interessante Infos für uns. Triff dich mit ihm und hör gut zu. Muss aufpassen. Alles klar, ist so gut. Shit. Ich wollte das Rennen nicht starten. Wollte mich dahin beamen. Was zur Hölle? Warte kurz.
worauf warten? Ich hatte auf sowas wie eine dramatische Enthüllung gehofft, aber mein Timing ist... Eine Galilei-Rakete. Na und, Mann? Ja, also genau diese Galilei-Rakete ist Nummer 4. Und die Satelliten, die an Bord sind, alle von Blum. Oh, scheiße, Mann. Ja. Jetzt wird's interessant. Mhm. Diese Satelliten schaffen eine Menge Daten aus unserer Reichweite. Der nächste Level im Spiel, mein Freund. Ihr wolltet eure Chance, Blum zu treffen. Tja. Und das wäre ein Treffer voll ins Herz. Hast du etwa vor, ein hübsches kleines Extra beim nächsten Satellitenstart mit in den Orbit zu schicken? Du bist echt total abgedreht, Mann. Nicht von dieser Welt, Baby. Heilige Scheiße. Du fährst. Ja. Yeah. Fuck yeah! Wow. Setze Ray beim Hackerspace ab. Ach so, da ist er. Hey Marcus, mach langsamer. Ja, dann beweg dich, beweg dich, beweg dich. Steig ein. Jetzt wird sich wahrscheinlich unterhalten, deswegen bin ich mal ein bisschen leise. Lass mich beim Hackerspace raus. Ich schaue mir an, was wir zu Galilei wissen und lutze dich dann durchs Gebäude. Wenn das funktioniert, sehen wir Blums Serverfarm aus der Marsianer-Perspektive mitsamt all den süßen, saftigen Daten darin. Eine große Firma wie Blum muss im ganzen Land Serverfarmen haben. Tja, mit etwas Glück hacken wir eine Farm und finden von dort aus die anderen. Wir haben so lange versucht, an Silicon Valley dran zu bleiben. Ich will, dass DadSec auf Augenhöhe mitspielt. Wir haben so viel unternommen und wissen trotzdem nicht genau, was Dushan vorhat. Meint ihr, wir finden Schwanzbilder? Hast du etwa unser Gespräch mitgehört? Citara? Mit einem Schwanzbild von Dushan in den Händen hätten wir das ultimative Druckmittel. Ja, vor allem wenn er klein oder voller Warzen ist. Leute. Wie ich ihn kenne, hat sein Schwanz bestimmt seinen eigenen Männerdutt. Mann. Pferdeschwanz. Wie geil, wie geil. Ha, ich bin Master Schwanz. Ich trage nur Lederkondome. Ja, ich war schon unbeschnitten, bevor es cool war. Was für ein Kindergarten. Okay, okay, Leute, es ist reicht. Sonst wird Papi noch böse. Ruf an, wenn du bei Galilei bist. Da ist ein Satellit, der auf dich wartet. Mich und einen deiner magischen Clipper-Chips. Magisch? Ja. Clipper-Chip? Ich helfe dir gleich. Hättest du dir das je träumen lassen? Ehrlich? Ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch keinen Husky hier getroffen. Jetzt habe ich einen. Oh. Sonst hat man immer nur Schäferhunde und, Ray, Mann, eins muss ich dir sagen. Ich habe immer voll auf Raketen gestanden. Als Kind ging da nichts drüber. Mach dir bloß nicht in die Hose, Mann. Ich habe gehört, welche Maßnahmen Galilei ergreift, um sein geistiges Eigentum zu schützen. Ein falscher Schritt und du hast einen Haufen Probleme. Wir haben jetzt schon ein Weilchen, einen Haufen Probleme. Dann sag mal, was ich bei Galilei machen muss. Halt deine Habaneros fest. Ich lade einen Bauplan des Gebäudes runter. Sag Bescheid, wenn du da bist. Yo, Marcus. Soll ich dir beim Fahren was vorsingen? Ich hab ein Radio-Wrench. Trotzdem danke. Yo, T-Bone. Soll ich dir beim Hacken was vorsingen? Fahr schneller, Marcus. Was soll ich jetzt tun? Oh. Oh, wir müssen dahin.
Ah, der lässt sich schon wieder richtig scheiße lenken hier. Richtig kacke zu fahren. Vor allem kommt er nicht aus dem Quark. Alles klar, Tibor, ich bin da. Ich habe den Gebäudeplan vor mir liegen, aber von hier aus bin ich blind. Könnte dich durchs Überwachungssystem zuschalten. Ah. Es gibt einen kleinen Checkpoint, der zum Gebäude führt. Das Kameranetzwerk läuft dort durch. Mal sehen, was sich machen lässt. Ja, und jetzt muss ich den Quadrocopter nehmen, um mir diese Sachen jetzt hier alles zu schalten. Ach ja, ich sehe schon. Die Zahl der Anhänger der Hackerzelle DedSec ist in den letzten Monaten gestiegen. Es gibt Gerüchte, dass sich bestimmte Silicon Valley Insider für einen neuen Hackerangriff wappnen. Die anonyme Hackergruppe verfolgt inzwischen höhere Ziele und hat mehrere Firmen und Institutionen bloßgestellt, wegen angeblicher illegaler Praktiken. Dies hat die Aufmerksamkeit vieler Bürger geweckt, die DedSecs Ziele befürworten, wenn auch nicht unbedingt ihre Methoden. Oh, ich müsste jetzt erst das öffnen. Jetzt das. Ach so. Ja, genau. Jawohl. Modifiziere das Motherboard. Es ist ein Wunder, Marcus. Hervorragend. Hältst du mir den Rücken frei? Dein Rücken, deine Front und beide Seiten, Bro. Super. Ich muss hier rein. Serien ausgespäht hat. Die NSA späht jeden aus. Die späht sogar uns gerade aus. Willkommen bei Galilei. Von hier aus musst du zum Reihenraum gehen. Er ist umgebungsüberwacht. Voller empfindlicher Ausrüstung, also versuch nichts anzufassen, ja? Was ist denn im Reinraum? Der Chip, den ich dir gegeben habe, nützt ohne Mobo nichts. Wenn ich das hier richtig lese, sind die Dinger, die wir brauchen, da drin gelagert. Ich hoffe, das hat jetzt was gebracht. Oh, Baby! Lass bloß die Hosen an, Marcus. Da wimmelt es nur so von Laserfallen und Typen mit Knarren. Hä, wie soll ich denn da runterkommen und dann... Ich vergesse immer, dass du mich sehen kannst. Gruselig. Ich sehe dich. Und die Wachen, die im Erdgeschoss lauern. Weiche ihnen mit Hilfe des Krans aus.
Okay. Aber ich muss ja erstmal da hinten hin und da komme ich nicht hin. Ich glaube, ich muss den Quadrocopter nehmen. Tut mir leid, aber ich werde hier für einen Moment von Tatsachen sprechen. Wenn du also Kinder bei dir hast oder sensibel gegenüber Kraftausdrücken bist, hör dir besser eine meiner anderen Aufzeichnungen an. Okay, also. Können wir darüber reden, wie beschissen Raum ist? Mal im Ernst. Die Leute wollen die Finanzierung unseres Bereichs stoppen und mehr Geld dafür ausgeben, unseren eigenen Planeten zu zerstören, ohne Fluchtplan. Und was ist unsere einzige Möglichkeit zur Flucht? Raum! Wir sind die Spitze der Evolution auf unserem Planeten. Eine undenkbar komplizierte biologische Maschine, die ihre eigenen Maschinen schaffen kann. Und wir konzentrieren uns mehr darauf, Wege zu finden, uns selbst effizienter zu töten? Dein Ernst, Erde? Reiß dich mal zusammen! Eine meiner Hauptphilosophien bei Galilei ist es, realistisch zu sein. Genug geträumt. Es zählt. Wir sind es leid, unseren Kopf zu schütteln und nett zu tun. Wir werden das Raumproblem lösen. Und wir werden Sie mit ins Boot holen. Die Leute fragen mich oft, warum ich so viel Zeit und Energie investiere, ins All vorzudringen, wenn es doch so leer ist. Sehen wir uns unseren eigenen kleinen Weltraumkiesel an. Es würde Jahrhunderte dauern, all die Kulturen, die Farben unseres Planeten zu bewundern. Und doch meinen wir, einen ganz guten Überblick zu haben. Es wird immer schwieriger, uns mit irgendetwas zu überraschen. Ich glaube fest daran, dass es noch andere Planeten gibt, auf denen es auch nur so Verleben wimmelt. Dort gibt es möglicherweise neue Kulturen mit unvorstellbaren Farben. Als Mensch bin ich als durstiger Schwamm geboren, der alles in sich aufsaugen will, was er noch nicht erlebt hat. Ich bin in einer einzigartigen Lage. Ich habe das Geld und die Macht, durstige Schwämme an Bord lächerlich komplexer Maschinen ins All zu schleudern. Ich weiß, dass ich die Früchte meines Erfolgs vielleicht nie ernten werde. Aber die Menschheit soll es zumindest. Habe ich gut gemacht, finde ich. Oh. Weiter darf ich nicht. Ah. Scheiße. Scheiße. Ich muss das jetzt wieder so machen, Leute. Wird haarscharf. So, dich mache ich erstmal kalt. So, weil dann ist hier jetzt nämlich keiner mehr. Jetzt könnte ich mit dem Kran ausweichen, aber ich muss ja nach unten. Erstmal. So, weil... Genau, jetzt bin ich ja ein bisschen näher. Aber das kann sie immer noch nicht. Die Schiffe der frühen Entdecker auf den Ozeanen wurden von den Elementen geformt. Das Äußere eines Boots muss so geformt sein, dass es über die Wellen kommt. Und sein
Ziel mit größtmöglicher Effizienz erreicht. Flugzeuge nutzen die Winde unseres Planeten, was im Design ihrer Flügel reflektiert ist. Aber was ist mit den riesigen Raumschiffen, die wir schon früher als erwartet fliegen werden? Wie werden die aussehen? Dort gibt es weder Wasser noch Luft, gegen die sie ankämpfen müssen. Also brauchen sie auch die raffinierten Flügel nicht, die spitze Nase, das Cockpit. Vielmehr könnten die Raumschiffe zwangsläufig ein großer ästhetischer Schritt zurück sein. Das wollen die Leute nicht hören. Sie denken rational. Gerade die nicht. Wenn man es mit Strahlung und Weltraumstaub zu tun hat, will man in Wahrheit so viel Schutz zwischen sich und der Außenseite des Schiffes wie nur möglich. Stell dir mal vor, wie das aussieht. Du denkst jetzt bestimmt an die Borg, oder? Wir versuchen was Besseres als diese Würfel zustande zu bringen. Versprochen. Okay, Leute, ich muss erstmal Schluss machen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.